Hallo, ich bin heute am Laufwasserkraftwerk Erlab unterwegs. Der Nebel hat sich etwas gelichtet, ich war schon vorhin etwas unterwegs, aber man konnte, wie ich jetzt vorhin noch nichts gesehen habe, nichts. Man hat eine Sicht gehabt von ungefähr 2 bis 3 Meter. Das heißt, selbst die hier konnte nichts einfangen. Jetzt haben wir eine weitaus größere Sichtweite. Der Nebel hat sich etwas gelüftet. Licht ist auch besser geworden und da kann selbst diese Kamera wieder was machen. Diese werde ich für Detailaufnahmen benutzen und hier mein Handy halt eben für Video, weil die Videoqualität doch etwas geringfügiger ist und es sich besser bei YouTube hochladen lässt. Ja, und wie viele Orte sind hier betreten verboten? Und im Notfall soll man sogar noch eine Telefonnummer anrufen, bevor man da durchgeht. So sieht das Ganze hier aus. Das werde ich jetzt hier ein bisschen besuchen. Hier fahren auch schon Schiffe rein und raus. Hier drin ist das Kraftwerk, wo halt eben Strom für diese Region produziert wird. Ja, und der Main ist eigentlich auch eine sehr schöne Gegend für sämtliche Camper und Leute, die sich halt einfach mal die Ruhe gönnen. Ich habe hier einen wunderschönen Stellplatz gefunden, wo der sehr abgelegen ist und wo man sich so richtig gut gehen lassen kann. Ja, ich habe hier auch schon ein paar Fotos gemacht und hier ist das Ergebnis. Ja, wie man sieht, kann man hier auch schon sehr viel mehr sehen. Und auch in dieser Jahreszeit, wir haben jetzt hier gerade Oktober, kann es hier sehr abenteuerlich sein. Verdammt, jetzt habe ich gerade die verkehrte Seite gehabt. Ich muss das jetzt mal drehen. So, ein bisschen Action hier machen. Jetzt werde ich gleich ein Täubchen noch mal ein bisschen aufscheuchen. Gerade habe ich das nämlich verpasst. So, da sitzen sie nämlich. Buh! 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 Verdammt nochmal. Okay, Täubchen auf. Scheuchen die zweite. Bu, 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 bu. Naja. Das bleibt aber jetzt mal unter uns, ne? Okay, hinter mir ist jetzt auch eine Schleuse. Stopp. So, ein Tourischiffchen wird jetzt dem Wasserstand von dem oberen Main-Teil und den unteren Main-Teil angeglichen. Das heißt, das wird Wasser in dieses Becken dort gepumpt und das Schiffchen schwimmt dann natürlich auf dem Wasser und kommt dann natürlich oben an dem anderen Wasserstand an. Ich hoffe, das habe ich jetzt wunderschön erklärt. Einen coolen Namen. Calypso heißt das Schiff. Hallo Touris! Hey, die Touris winken zurück. Das ist ja wunderbar. Jetzt gibt es ein bisschen Action. Genug Action.
So, aber einen Versuch habe ich noch mit den Tauben. Da oben sitzen die. So, jetzt aber gleich. Ich werde die jetzt nämlich verarschen. Da ist eine Katze auf dem Dach! Katze! Die sind schon arschcool. Zwei Katzen sind auf dem Dach. Zwei. Buh. Kann das sein, dass ich nicht glaubwürdig bin? Du hast dich versteckt, ne? Und du meinst, ich sehe dich nicht. Hier. Täubchen, hier. Das für deine anderen Kollegen auch. So, das war das Laufwasserkraftwerk am Main in Erlabrunn. Ich hoffe, ihr hattet an diesem Video etwas Spaß. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein paar Kommentare drunter schreiben, was ich besser oder was ich schlechter machen könnte. Na, schlechter ist schlecht. Und danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.